Jo Leute, Trophy hier und damit herzlich willkommen zu ganz, ganz nice News am Abend. Ich habe ja gesagt, ich lade heute nichts mehr hoch, aber wir haben jetzt neue Infos und zwar hat Yonko Production einen neuen Leak gegeben von einer Zeitschrift, sag ich mal, aus Japan und dort sehen wir was sehr, sehr Interessantes und für die Leute, die nicht gespoilert werden wollen von den Designs der neuen Götter der Zerstörung, bitte jetzt wegschalten für diejenigen, die wissen wollen, was abgeht. Bitteschön, wir sehen die oder den neuen Götter der Zerstörung, sag ich mal, einer wurde geleakt, wir wissen nicht von wo der ist oder so, aber wir sehen auf jeden Fall, dass er ein anderes Design aufweist, was sehr interessant ist, er ist ein bisschen so klein wie Champa, sage ich. Ich habe im Vorfeld schon gesagt, dass man bei diesen Göttern der Zerstörung gesehen hat, dass da Leute sind, die verschiedene Größen haben. Da war ja auch ein Typ, der wirklich sehr, sehr groß ist, sage ich mal. Deswegen wird das nochmal interessant sein. Auf jeden Fall, wir können nicht viel zu dem Design sagen, sage ich mal. Er sieht halt standardmäßig aus. Die Farben sind halt ein bisschen anders, wie wir das halt kennen. Ansonsten ist da wirklich nichts Neues an sich mit dabei. Der Engel ist auch sehr interessant. Also er hat erstmal die gleiche Größe, sage ich mal, von Wiz und Varus. Das heißt, die Engel könnten vielleicht alle gleich sein in dem Sinne und alle die Kinder sind von dem Daishinkan, weil die Hautfarbe ist auch zum Beispiel gleich und wir sehen, dass die Haare so ein bisschen nach hinten gelegt sind, ja. Wie der Daishinkan mit seiner heftigen Frise, sage ich mal. Der sieht wirklich sehr, sehr ähnlich zu dem Daishinkan. Auch nochmal hier sehr interessant, wie das reinwirft, sage ich mal. Vielleicht könnte das auch wirklich einer derjenigen sein, die wirklich so stark sind. Denn im Anime wurde ja gesagt, es gibt 5 starke Leute. Der Daishinkan gehört dazu. Im Manga wurde das ein bisschen anders gesagt, deswegen ein bisschen schwer zu sehen an dieser Stelle, aber ist sehr, sehr interessant. Hier sehen wir noch C17 und C18. Das Design von C17 kannten wir ja schon. Ranger, wie gesagt, der war ja vorher ein Ranger. Und C18, das Design kennen wir auch schon, das haben wir auch schon mal gesehen. Sie hat weiße Haare, ich weiß nicht, das sieht ein bisschen komisch aus. Zu dem jetzigen Zeitpunkt kann man nicht allzu viel sagen. Ich wollte halt nur kurz dieses Video machen, um euch up to date zu halten. Dann, was sehr interessant ist, wir sehen diesen Kreisel hier und auch das hier, sage ich mal. Das sieht aus wie diese Arena und auch sehr interessant, weil ich muss sagen, diese Arena, so wie sie ist, die sieht eher aus wie wirklich ein Teamkampf. Also so eine Art Battle Royale, dass die Universen gegeneinander kämpfen müssen und nur die Letzten bleiben stehen oder die Letzten gewinnen dann, sage ich mal. Sieht sehr, sehr interessant aus, muss ich sagen. Wir haben eine kleine Kapsel, sage ich mal, oder eine kleine Plattform, wo dann die Zuschauer sein werden und dann oben ist auch noch etwas, mal sehen, wo die Götter der Zerstörung dann Platz nehmen werden, also wo genau, wie gesagt, ich kann kein Japanisch und das ist hier nur ganz, ganz kurz, ganz neue Infos, sage ich mal, deswegen sehr, sehr interessant, wirklich sehr interessant, was hier los ist, ich finde es einfach cool, dass es aussieht wie so ein Todeskreise, weil da habe ich auch ein bisschen so das Gefühl, dass es wirklich um Leben und Tod geht und ja, damit wäre es auch eigentlich alles gewesen, es werden noch mehrere News rauskommen, denke ich mal, die nächsten Tage oder die nächsten Stunden, da werde ich euch auf jeden Fall up to date halten, aber ja, wir sehen, den neuen Gott der Zerstörung, er wurde geleakt, Hype ist da. Ich bin damit raus. Wünsche euch natürlich noch einen super schönen Tag. Schreibt eure Gedanken zu dem ganzen Zeug hier in die Kommentare, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.